Ich darf Sie auch von meiner Seite sehr herzlich begrüßen, mich zunächst einmal sehr herzlich bedanken bei Ihnen, bei der Firma John Deere für die Gastfreundschaft beim heutigen Abend, nämlich die erste Nacht der Unternehmen vor allen Dingen hier zu präsentieren, und bedanke mich natürlich bei allen, die mitmachen, dass wir, glaube ich, einen recht beeindruckenden Start hinlegen konnten. Einen beeindruckenden Start, das kann man unterstreichen. Guten Tag, liebe User bei Metropolregion Rhein-Neckar-News, dem Online-Nachrichtenportal aus der Metropolregion Rhein-Neckar. Wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem John Deere Forum in Mannheim von der ersten Nacht der Unternehmen. Die Veranstaltung wurde eröffnet mit den Grußworten von Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz und dem Personalleiter von John Deere Deutschland, Horst Schmiemann. Insgesamt beteiligten sich beim ersten Anlauf 44 Unternehmen aus der Region Mannheim. Die Veranstaltung kam bei den Studenten und den Unternehmen sehr gut an. Metropolregion Rhein-Neckar-News präsentiert Ihnen Stimmen zur ersten Nacht der Unternehmen in Mannheim. Und bei uns ist der Oberbürgermeister der Stadt Mannheim. Herr Dr. Peter Kurz, Sie haben in Ihrer Begrüßung den Facharbeitermangel ja angesprochen, dass der mittlerweile spürbar ist, dass er durchschlägt. Wie kann die Politik, vielleicht auch die Kommunalpolitik, darauf reagieren? Also das eine ist natürlich generell das Thema Ausbildung, Bildung zu verstärken. Da dürfen wir es uns in der Zukunft nicht mehr leisten, dass wirklich doch relevante Anteile von jedem Jahrgang nicht zum gewünschten Schulabschluss kommen, dass wir wirklich auch Bildungsverliererinnen, Bildungsverlierer haben. Da muss etwas geschehen. Das ist ganz wichtig. Das Zweite ist natürlich für uns als Standort, uns attraktiv zu machen, attraktiv zu halten, weil wir in einem Wettbewerb sind, auch der Standorte, das gemeinsam mit den Unternehmen zu tun. Vereinbarkeit, Familie und Beruf ist ein ganz wichtiges Thema. Allgemeine Lebensqualität ist ein Thema, aber auch Bekanntheit eines Standorts, also letztlich sich vorstellen können, dort dauerhaft zu leben. Das ist das, was wir auch mit dem Thema Stadtmarketing verbinden. Also letztlich sind es ganz viele Dinge, die zusammenwirken müssen, damit wir mit der großen Herausforderung auch zurechtkommen. Wo hat Mannheim ihre Stärken? Was würden Sie jetzt sagen, warum sollen die Studenten hier bleiben? Also letztlich ist es die hervorragende Kombination aus Lebensqualität und wirklich guten Karrierechancen. Die guten Karrierechancen ergeben sich daraus, dass wir in einer wirtschaftlichen Region sind, die sehr breit aufgestellt ist. Das heißt, da gibt es ganz unterschiedliche Größenklassen von Unternehmen und ganz unterschiedliche Branchen. In dem Mix sind wir schon etwas außergewöhnlich, das hat man in der Krise gemerkt. Das heißt, auch wenn mal eine Krise kommt, eine solche Region ist stabiler, das gibt auch ein höheres Maß an Sicherheit, und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, in der eigenen Karriereplanung auch mehr Perspektiven zu haben. Herr Bürgermeister, Sie haben es eilig, aber noch eine Frage: Wo muss Mannheim noch dran arbeiten? Wo würden Sie sagen, da setzen wir noch an, dass wir noch attraktiver werden? Also es sind sicher zwei Themen. Bei den Jüngeren ist es die Wahrnehmbarkeit der Stadt und letztlich auch die Kompaktheit beim Thema Ausgehstadt, also wirklich selbstorganisierte Freizeit. Wie sieht das aus, wie wird da die Stadt wahrgenommen? Da haben wir durchaus noch Nachholbedarfe im studentischen Bereich insbesondere. Und zum Zweiten das Thema Wohnen. Und da trifft es die unterschiedlichsten Segmente, aber da sind wir auch gerade jetzt in den letzten zwei Jahren doch einen Schritt vorangekommen. Es gibt mehr interessante Wohnungsbauprojekte, Investitionen. Wir sind dabei, neue Quartiere zu entwickeln. Das sind, wie gesagt, die beiden Themen, Ausgestattung und Wohnen, an denen wir noch arbeiten. Und bei uns vor der Kamera ist Hendrik Heid. Er ist Student für Wirtschaftsingenieurswesen. Hier in Mannheim? Ja, an der Hochschule Mannheim. Und Sie sind heute hier mit Vollgas zum Job nach der Unternehmen. Was versprechen Sie sich davon? Dass ich die Firma Peperl und Fuchs besser kennenlerne. Bei denen habe ich mich für ein Trainee-Programm beworben und wollte einfach mal sehen, was mich dort erwartet, was ich für Aufgaben habe und wie die Firma generell aufgebaut ist. Haben Sie sich vorab schon mal informiert über die Nacht der Unternehmen? Ja, und zwar bei uns in der Hochschule waren einige Flyer ausgelegen. Wir haben uns ein bisschen angeguckt, was für Firmen da sind, was interessant sein könnte für uns, was man sich anschauen könnte, und haben einfach gedacht, wir gucken mal vorbei und schauen es uns mal an. Was haben Sie bisher für einen Eindruck?
sehr gut, aber es ist relativ wenig los noch im Moment. Aber das kann ja noch werden, ist ja noch recht früh. Frau Glewitz, was war die Intention von Pebbel und Fuchs hier heute Abend bei der Nacht der Unternehmen teilzunehmen? Also wir fühlen uns der Metropolregion Rhein-Neckar auch sehr verbunden, wissen, dass die Studierenden, die hier in der Umgebung an den Hochschulen ihr Studium aufnehmen, durchführen, sehr gute Kenntnisse mitbringen, auch gerade auf dem Bereich der Elektrotechnik, der technischen Informatik, die Studiengänge, die wir also als Zielgruppe auch suchen. Und wir möchten hier natürlich die Gelegenheit nutzen, Kontakte zu knüpfen, für unser Unternehmen zu begeistern und aufzuzeigen, was für Einstiegsmöglichkeiten es bei uns gibt, Studienbegleitung, wie auch nach dem Studium. Und was haben Sie für einen Eindruck? Wie ist es bis jetzt heute Abend angelaufen? Also ganz toll, wir sind begeistert, positiv überrascht. Die Leute, die hierher kommen, sind sehr gut vorbereitet, stellen gezielt Fragen und sind sehr höflich und sehr erfreut, dass wir auch das Thema Bustour mit aufgenommen haben. Schlägt sich bei euch in der Firma schon der Facharbeitermangel durch? Gibt es jetzt speziell eine Sparte, ein Segment, wo Sie sagen, ja, da bräuchte man dringend, machen Sie mal Werbung? Ja, also wir suchen immer Elektroingenieure oder angehende Elektroingenieure, die ja begeistert sind an der Technik, die da Leidenschaft für mitbringen, diese Hobbybastler, denen das einfach in Fleisch und Blut übergegangen ist. Auch wir merken das, dass es schwerer ist, dass sich der Markt da ein bisschen gedreht hat und wir mehr kämpfen müssen dafür. Wir tun das aber sehr erfolgreich, aber natürlich kann man nie genug Werbung machen. Was gibt es außer dem Notenschnitt noch, wo Sie sagen, oh, das spricht für den jungen Mann, für die junge Frau? Also ich habe es ja eben schon angesprochen, die Leidenschaft ist uns da ganz wichtig. Was man natürlich bei uns noch mitbringen muss, eine Teamfähigkeit, Kreativität, weil wir innovative Produkte anbieten und entwickeln, dementsprechend auch eine Kreativität. Ja, das sind so die grundlegenden Dinge, die wir brauchen. Englischkenntnisse sind uns bei uns natürlich auch wichtig, einfach weil wir ein international aufgestelltes Unternehmen sind. Thank you. You're welcome. Was hat euch jetzt bewegt, hierher zu kommen heute auf die Nacht der Unternehmen? Na, es ist eben sehr interessant, wenn dann eben die ganzen Unternehmen schon mal hier auf einer Stelle sind, wo man dann eben auch direkt die Ansprechpartner hat, die man eben auf entsprechende Stellenmöglichkeiten oder Masterarbeiten ansprechen kann. Was studiert ihr und was versprecht ihr euch heute Abend? Was für Informationen sucht ihr? Sucht ihr gezielte Informationen? Also wir sind ja jetzt im zweiten Mastersemester, das heißt, unsere Masterarbeit ist auch in naher Zukunft bald und wir hoffen uns beide einfach ein paar Informationen über Unternehmen und auch, wie es aussieht hinsichtlich Masterarbeitsthemen, Angeboten, und die Hochschule ist ja auch nicht weit weg, die ist ja gleich hier in der Straße. Und bei uns ist Herr Fahrenkopf, er ist Mitglied im Vorstand der MVV Energie hier in Mannheim. Herr Fahrenkopf, zunächst mal die Frage, was verspricht sich ein Unternehmen wie die MVV von dieser Nacht der Unternehmen? Ja, der Kampf um die Talente, wie das schön heißt, der wird natürlich immer härter. Das heißt, speziell hochqualifiziertes Personal oder hochqualifiziert ausgebildete Hochschulabgänger sind natürlich für ein Unternehmen sehr wichtig. Und da wird auch durch die demografische Entwicklung wird es immer knapper und es wird auch ein richtiger Kampf um die Talente. Was für Ansprüche stellt ein Unternehmen wie die MVV an Hochschulabsolventen, sprich an die Berufsanfänger mit akademischem Grad? Ja, also das geht querbeet. Ja. Wir haben zum Beispiel eine Trading, wo Strom, Gas gehandelt wird. Das müssen hochprofessionelle Leute sein. Die müssen international, natürlich Sprachen ist ganz klar, müssen sich in diesem sehr komplizierten Netzwerk auskennen. Aber das ist nur ein Beispiel. Wir sind jetzt zum Beispiel auch in die Windenergie eingestiegen. Dort sind die Fachkräfte, die gibt es da noch nicht, wenn ich das so sagen darf, wie Sand am Meer. Also auch hier sucht jeder, der sich mit diesem neuen, hochinteressanten Thema beschäftigt, nach den entsprechenden Fachleuten und entsprechenden Fachkräften. Und viele junge Leute waren so klug, sich auch schon in ihrem Studium auf solche Dinge zu konzentrieren
Und die merken natürlich bei so einer Veranstaltung, aha, hier ist ein Arbeitgeber, der hat diese interessanten Themen. Und das ist unsere Hoffnung, dass er dann zur MVV kommt und sich dort bewirbt. Was für Berufsabschlüsse, Studienabschlüsse müssen die dann mitbringen, wenn sie jetzt sagen, wir suchen Leute für die Windkraft? Das sind Ingenieure, aber was haben die studiert? Ja gut, wir haben hier in Mannheim mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg ja auch einen Studiengang für neue Energien. Ja. Also das ist natürlich das Thema neue Energien. Das sind natürlich Ingenieure, Wirtschaftsingenieure und auch gerade der Ingenieurteil, der ist sehr, sehr umkämpft, ja, was im kaufmännischen Bereich nicht ganz so dramatisch ist, ja. Und das sind halt Dinge, die wir hier rüberbringen wollen, die wir hier bekannt geben wollen und hoffen uns, wenn die Leute jetzt mit dem Bus zur MVV fahren, ich sag mal etwas lustig, das ist ein ordentliches Unternehmen. Da ist die Infrastruktur in Ordnung. Da sind auch die sogenannten Sozialkompetenten in Ordnung. Ja, ich sage mal was ganz Lapidares, gibt es da eine gute Kantine? Ja. Wenn ich Kleinkind habe, haben die eine Kinderkrippe? Ja. Das sind also Dinge, die heute viel mehr oder eine viel größere Rolle spielen wie in der Vergangenheit. Wir haben zum Beispiel ein Lebensarbeitszeitkonto. Das heißt, also auch für junge Menschen, man spricht da immer von Rente, ja, natürlich gilt es für das auch. Aber ich baue ein Haus, ja, oder ich habe mir ein Haus gekauft. Ich will 3 Monate dort bauen oder umbauen. Ja, jetzt habe ich mir so viel Zeit angespart im Unternehmen und kann praktisch mit meinem ganz normalen Gehalt 3 Monate aussetzen. Das ist aber nur ein Beispiel. Das gilt zum Beispiel für Altenpflege. Das gilt, was auch für junge Menschen dann da manchmal von Bedeutung ist. Also es sind viele neue, also neu sind sie eigentlich auch nicht mehr. Aber man muss sie angehen, man muss sie durchführen und das tut die MVV Energie AG. Sie haben jetzt die letzte Frage schon vollends beantwortet, die Stärken von der MVV. Es ist ja, wie Sie sagen, ein sehr solides Unternehmen, ein bodenständisches Unternehmen. Die Stärken haben Sie angesprochen. Dann wünschen wir, dass dieser Abend auch vielleicht zu einem gewissen Erfolg führt. Dankeschön, Herr Fahrenkopf. Ich bedanke mich auch. Und bei uns ist Maximilian Kocher, Student hier in Mannheim. Ehemaliger Student aus Heidelberg. Bin jetzt fertig geworden im Oktober mit dem Diplom-Wirtschaftsingenieur. Und bin jetzt am Bewerben und einen Direkteinstieg bei einer Firma zu organisieren. Wie finden Sie das hier heute Abend, diese Messe allgemein? Es ist sehr schön, also mal alle Firmen aus der Umgebung an einem Standpunkt kennenzulernen. Dann auch die einzelnen Fahrten zu den einzelnen Firmen, um eine Werksbesichtigung durchzuführen. Es ist sehr löblich auf jeden Fall. Es gibt ja einen Facharbeitermangel, er ist mittlerweile unbestritten. Jetzt geht es darum, die Firmen buhlen um die jungen Ingenieure. Was muss eine Firma für Sie eigentlich erfüllen, dass Sie sagen, oh, das ist eine Firma, da freue ich mich, dort anzufangen? Also zuerst sollte eine Firma für mich auf jeden Fall internationalen Standard besitzen, vielfältig sein und eine große Mitarbeiterzahl haben, die ja auch mehrere Ingenieure eingestellt haben. Ansonsten würde ich sagen, den Standort, je nachdem, wo man halt lebt, wohnt. Ja. So der weiche Standardfaktor, Sie haben es gerade eben angesprochen, wo man lebt. Wie wichtig ist der für Sie? Würden Sie jetzt beispielsweise auch sagen, okay, jetzt gehe ich halt, möchte keinem zu nahe treten, aber irgendwo hin in die Westpfalz? Also gegebenenfalls schon, wenn sich dort was anbietet, ein Job, dann würde ich sowas auf jeden Fall tun. Zurzeit versuche ich noch hier in der Umgebung eine Firma zu finden, aber ansonsten würde ich auf jeden Fall ausweichen, ganz klar, ja. Herr Schmiemann, heute Abend hier im John Deere Forum in Mannheim, die erste Nacht der Unternehmen in Mannheim. Was hat John Deere bewegt, hier das Forum zur Verfügung zu stellen, dass es hier abgehalten werden konnte? Ja, die Antwort darauf ist relativ simpel. Wir haben ja schon etwas länger Erfahrung mit der Lange Nacht der Ausbildung. Diese ist ja in Mannheim schon seit Jahren etabliert. Die Lange Nacht der Unternehmen hat eine etwas andere Zielgruppe. Wir wollten hier diesbezüglich unsere Erfahrungen einbringen. Und ich muss sagen, wenn ich das Resümee des heutigen Abends ziehe, für eine Auftaktveranstaltung sind wir sehr, sehr zufrieden. Es gibt zwar noch mit Sicherheit in der Zukunft das ein oder andere zu verbessern. Ich hatte mich heute Abend mit dem einen oder anderen Personalleiterkollegen auch mal unterhalten.
Und unser gemeinsames Feedback ist relativ simpel. Wir wollen eine solche Veranstaltung auch im nächsten Jahr nochmal in ähnlicher Art und Weise. Wir müssen halt nur probieren, dass wir mehr Studenten ansprechen, sodass die einzelnen Kollegen wesentlich mehr Gespräche an den einzelnen Ständen führen können und dass der Abend besser ausgeführt ist. Herr Kohldorf, was macht Realtek und warum ist Realtek heute hier bei der Nacht der Unternehmen? Ja, mein Name ist Chris Kohlshoff, ich bin Geschäftsführer bei der Realtek Consulting in Walldorf. Wir haben zwei Geschäftsbereiche und zwar auf der einen Seite stellen wir innovative Software her, IT-Service-Management-Software, wo wir große IT-Landschaften mit managen und überwachen können. Und in unserem zweiten Geschäftsbereich beschäftigen wir uns mit SAP-Beratung. Das heißt, wir beraten Kunden, wie sie SAP-Technologie in ihrer IT sinnvoll und optimal einsetzen können. Was halten Sie von der Nacht der Unternehmen? Ich finde das eine richtig tolle Sache, weil Sie haben schon gesagt, viele Unternehmen buhlen heute über die Absolventen, über die jungen Berufseinsteiger. Ich glaube, man muss innovative, spannende Dinge einfach auch als Aufhänger haben, um die jungen Menschen zu solchen Veranstaltungen zu bewegen. Und da finde ich so diesen Aufhänger Nacht der Unternehmen einfach erstmal ganz spannend. Und ich glaube, es kommt hier ganz gut an. Ja, liebe User, wie eingangs erwähnt, durchweg positive Stimmen bei der ersten Nacht der Unternehmen in Mannheim. Das Abschlussstatement gibt uns nun Dr. Günter Bleimann-Gartner, Generalmanager vom Veranstalter Thema Technologie Marketing AG. Ja, wir sind sehr zufrieden. Wir sind heute Abend zum ersten Mal in Mannheim. Wir haben eine große Menge von Studenten mobilisiert, die doch sehr viele interessante Unternehmen kennenlernen, besuchen. Hier im John Deere Center haben wir eine große Vielfalt von Unternehmen. Über zwei Bustouren haben die Studenten die Möglichkeit, die Unternehmen persönlich zu besuchen, sich einen Eindruck vor Ort zu verschaffen. Gegenüber gibt es ein Technologiezentrum, das auch besucht werden kann. Wir hören sehr Positives von den Studenten, von den Ausstellern und denken, dass wir die Veranstaltung in jedem Fall im nächsten Jahr hier wiederholen werden. Wie viele Firmen haben sich jetzt daran beteiligt und vielleicht sind es nur Mannheimer Firmen, haben sich auch Firmen außerhalb von Mannheim aus der Metropolregion mit beteiligt? Der Schwerpunkt ist schon Mannheim. Wir haben gut 45 Unternehmen, die sich aus Mannheim beteiligt haben. Da sind die ganz Großen dabei, John Deere, Bilfinger, Bechtle. Da sind aber auch viele kleine Unternehmen, mittelständische dabei aus dem Technologiebereich, aus dem kommerziellen Bereich, aus dem Handel. Wir haben einen sehr schönen Mix an Unternehmen, die alle Fachkräfte suchen, die hier in der Region auch ausgebildet werden. Fachkräfte aus den Hochschulen der Region. Dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Dankeschön für das Statement. Tun wir auf jeden Fall. Schönen Dank. MANnews.de, die Online-Zeitung aus und für die Metropolregion Rhein-Neckar, verabschiedet sich von der ersten Nacht der Unternehmen aus dem John Deere Forum in Mannheim. Auf Wiedersehen.